In diesem Video soll es um die Eingabe von Text gehen und da werde ich diese Sachen, die ich jetzt hier mir notiert habe, ansprechen. Unter anderem gucken wir uns auch die Tastatur an, wie die funktioniert, beziehungsweise wie man eben an alle Zeichen kommt, die man eingeben will und noch ein paar Kleinigkeiten dazu. So, ich habe mir jetzt etwas Dummy-Text organisiert, damit ich das, was ich sagen will, besser erklären kann. Und zwar die erste Sache, die man wissen muss, aber ich glaube, das ist inzwischen so verbreitet und schon so klar, ist, dass ich einen sogenannten automatischen Zeilenumbruch habe. Ich denke, dass das eine Sache ist, die sich inzwischen erledigt hat. Früher war das vermutlich eher ein Problem, weil bei mechanischen Schreibmaschinen, also so mit Tasten und Typen und so weiter, ja, dann musste man immer dafür sorgen, wenn man am Ende der Zeile war, dass es in der neuen Zeile startet. Hier ist ein automatischer Zeilenumbruch, was so viel bedeutet, wenn ich hier was schreibe und das Programm stellt fest, dass das nicht mehr drauf passt, dann sorgt es automatisch dafür, dass der Text in der nächsten Zeile fortgesetzt wird. Das ist ein automatischer Zeilenumbruch. Auch hier in diesem Text hier habe ich lauter automatische Zeilenumbrüche. Wenn man sich nicht sicher ist, was man hier hat, kann man Folgendes machen. Da gibt es hier nämlich ein spezielles Symbol, ein spezielles Werkzeug. Und zwar ist das zum Anzeigen von Steuerzeichen. So, und da sieht man jetzt, dass neben dem Text, neben den Buchstaben, noch ein bisschen mehr erscheint. Ich vergrößere das mal ein bisschen, damit wir das besser sehen können. So, und im Moment sind erstmal nur zwei Sachen zu sehen. Das ist nämlich hier dieses Symbol. Und zwar steht das, vermute ich mal, für dieses umgedrehte P für Paragraph, Absatz. Das heißt, hier beginnt ein neuer Absatz nach diesem Symbol und hier auch wieder. Wenn ich dagegen hier hinten dran nicht sehe, dann ist da also ein automatischer Zeilenumbruch. Um es nur mal zu zeigen, wenn ich jetzt hier hinten dran die Eingabetaste, also die Return-Taste auf Englisch drücke, dann erscheint wieder dieses Symbol. Dass hier ein etwas größerer Abstand ist zwischen den Absätzen, das hat eben, ist eine Einstellungssache. So, ansonsten sind noch kleine Pünktchen zwischen den Buchstaben, das sind die Leerzeichen. Also wenn ich diese große Taste, die unten in der Mitte der Tastatur ist, drücke, dann erscheinen da Leerzeichen. Und diese Steuerzeichen-Darstellung, das ist sehr wichtig, damit man eben sehen kann, ob man vielleicht ein paar Steuerzeichen zu viel hat. Steuerzeichen oder ein Steuerzeichen ist zum Beispiel auch oder erscheint auch, wenn die Tab-Taste gedrückt wird. Die Tab-Taste, Moment, da hole ich mal gerade das Bild hervor, das ich hier herausgesucht habe, ist diese hier. Das ist die sogenannte Tabulator-Taste. Und zwar kann ich in der Tabulator-Taste, ja, sagen wir mal, Sprünge machen. Was die Tabulatoren sind, das kommt später noch. Hier sieht man jetzt, dass dann eben so ein Pfeil erscheint. Auch das ist ein Steuerzeichen, das normalerweise nicht gezeigt wird, wenn ich das hier ausgeschaltet habe. Also mit diesem Werkzeug kann ich also Dinge sichtbar machen, die sonst eben nicht sichtbar sind. Eben unter anderem auch die Leerzeichen. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einen harten Zeilenumbruch. Da ist also, habe ich jetzt gerade die Shift-Taste, ich mache es gerade nochmal, die Shift-Taste gedrückt, also die Großschreibetaste, und drücke dann die Eingabetaste, Return-Taste, und dann wird hier die Zeile auch umgebrochen. Das kann ich auch mittendrin machen. Und das Besondere ist, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel was reinschreibe, irgendwas, dass egal was ich da schreibe, ups, da ist immer ein Umbruch. Das kann eben dann dazu auch führen,
dass die Zeile da oben drüber halt die ganze Seiten- oder die ganze Schreibbereichbreite einnimmt. Dafür hier aber, obwohl hier nur ein Leerzeichen ist, also das ist dieser Punkt für ein Leerzeichen, trotzdem sieht das so, ist das so weit auseinander. Das passiert eben nicht, wenn ich diesen harten Zeilenumbruch wegnehme. Also das heißt, entweder sollte man es so machen, dass man einen richtigen Zeilenumbruch hat, einen automatischen Zeilenumbruch hat, oder man geht in einen neuen Absatz und speziell diese harten, fest vorgegebenen Zeilenumbrüche, die sollte man wirklich vermeiden, weil die eher Probleme bereiten. Ja, gehen wir vielleicht mal gerade erstmal auf die Tastatur über. Ich hatte ja schon mein Bild gezeigt. Also, zum einen haben wir natürlich hier die Buchstaben, das ist klar. Wichtiger sind aber diese Zusatztastaturen, denn Zusatztasten, Funktionstasten sagt man manchmal auch dazu. Die Eingabetaste ist soweit klar. Hier haben wir die Löschen-Taste, das ist die manchmal auch als Backspace bezeichnete Taste, also Backspace zurücklöschen. Der Pfeil gibt es ja auch an. Das heißt, wenn der Cursor, also meine Einfügemarke, das ist ja dieses da, dieser schwarze Strich, den ich hier zum Beispiel mit den Pfeiltasten bewege, wenn der irgendwo ist, dann geschieht durch diese Taste dann ein Löschen des Zeichens davor. So, dann haben wir wichtig fürs Schreiben noch diese Taste. Das ist die Großschreibetaste. Auf Englisch sagt man da auch Shift-Taste. Hier heißt sie Umschalttaste, Shift to Shift, etwas verschieben. Und zwar ist die vor allem dafür da, dass ich Großbuchstaben bekomme. Üblicherweise werden, wenn ich diese Taste drücke, der Buchstabe in klein verwendet oder geschrieben, und wenn ich die Umschalttaste drücke, dann eben in groß. Wenn ich mehrere Sachen hintereinander in groß schreiben will, dann sollte man die Feststelltaste drücken. Da muss man nämlich nicht dauerhaft hier den Finger auf diese Taste halten. Allerdings aufpassen, wenn ich zum Beispiel ein Passwort eingeben will und die Feststelltaste ist aktiviert, dann führt das meistens zu Problemen. So, dann habe ich noch ja, spezielle Belegungen. Hier ist zum Beispiel eine spezielle Belegung bei dem E, das Euro-Symbol, oder zum Beispiel hier bei der 2 Anführungsstriche und das Hoch-2-Symbol. Öfters braucht man auch mal die geschweiften Klammern oder runde oder eckige Klammern. Dazu muss man wissen, dass bei dieser Anordnung hier, und das wird bei euch vielleicht auch ein bisschen anders aussehen, diese zusätzlichen Symbole neben dem Hauptsymbol eben durch die Zusatztasten, durch die Funktionstasten erreicht oder eingegeben werden können. Meistens ist es so, dass das obere Symbol, also jetzt auf meinem Computer, den ihr natürlich nicht sehen könnt, ist es so, dass das immer schräg oben steht, das Symbol also immer oben. Das wird eigentlich immer zusammen mit der Umschalttaste erreicht. Und dieses hier unten, rechts unten, das ist mit der sogenannten Altgriechisch, glaube ich, ist die Abkürzung, oder Alt-Gr-Taste zusammen. Also alles, was rechts unten steht, also in diesem Fall hier alles, alle blauen Symbole, bekommt man oder kann man eingeben, wenn man die Alt-Gr-Taste drückt und dann die entsprechende Taste. Also wenn ich zum Beispiel das Euro-Symbol haben will, drücke ich die Alt-Gr-Taste, halte sie gedrückt und drücke dann die Taste E, dann kriege ich ein Euro-Symbol. Eine weitere Bedeutung oder was häufig auch vorkommt, ist diese STRG, die Steuerungstaste. Auf Englisch steht da auch manchmal CMD wie Command da. Die wird sehr häufig verwendet, aber werden wir noch konkreter drauf eingehen. Und auch Alt wie Alternative, das hat auch eine gewisse Bedeutung, aber da werden wir auch noch später drauf eingehen. So, gucken wir jetzt gerade nochmal zurück in die Textverarbeitung, weil in dieser Tastatur sind einige Befehle, einige oder
sind einige Symbole eben nicht enthalten. Und dazu wollte ich gerade mal zeigen, wo man die generell herbekommen kann. Und zwar gibt es hier unter Einfügen im Menü den Punkt Sonderzeichen. Man hat dann da eine Auswahl von verschiedenen Schriften. Und im Prinzip muss man sich mal anschauen, welche Schrift man braucht. Jetzt für Mathematik brauche ich zum Beispiel meistens eine Symbolschrift. Da habe ich jetzt gerade SY gedrückt und lande dann hier zum Beispiel auf Symbol. Oder, was hier glaube ich auch immer dabei ist, wenn ich O drücke, Open Symbol. Und ich kann dann hier irgendwas auswählen. Das ist zum Beispiel große griechische Buchstaben. Großes Pi, großes Lambda. Und ich wähle diese Symbole quasi aus und die werden dann hier eingefügt. Was wichtig ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt sieht man gerade hier oben, wenn ich mit dem Cursor zwischen den speziellen Buchstaben bin, dann hat sich die Schriftart hier oben geändert, oben Symbol. Während hier ist es eine andere. Wenn ich jetzt hier dazwischen bin und dann schreibe, dann erscheint da kein richtig sichtbarer Text, weil es die falsche Schriftart ist. Wenn ich das umändere, wieder in die vorher verwendete, dann kann man das erkennen. Da muss man also eventuell sich vorher überlegen, an welcher Stelle man so einen einzelnen Buchstaben oder ein einzelnes Symbol einfügen will. So, eine Sache, die ich noch zeigen wollte, ist diese speziellen Umbrüche. Und zwar gibt es hier noch Formatierungszeichen, die ich einfügen kann. Geschütztes Leerzeichen gibt es zum Beispiel. Das kann in einigen Situationen wichtig sein, vor allem wenn man halt einen zusammenhängenden Begriff hat, den man nicht gerne trennen möchte. Mal zum Beispiel, wenn ich hier das mal lösche kurz und ich sage, der automatische Zeilenumbruch, der soll also nie getrennt werden, dann könnte ich hier einfügen, geschütztes Leerzeichen. Und auch wenn ich da jetzt was schreibe, dann wird an dieser Stelle, obwohl ein Leerzeichen dazwischen ist, eben nicht getrennt. Das heißt, entweder bleibt es in der vorherigen Zeile oder in der nächsten Zeile zusammen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich Einheiten habe, also dass nicht ein Meter getrennt ist, vorne eine 1 in der Zeile und dann das Meter in der nächsten Zeile, das wäre ja nicht so wunderlich gut. Wir haben auch noch verschiedene andere Formatierungszeichen, zum Beispiel geschützter Bindestrich und bedingter Trennstrich. Da geht es darum, wie mit solchen Trennstrichen hier verfahren wird. Den automatischen Zeilenumbruch des Leerzeichens entferne ich mal. Aber zum Beispiel kann ich, wenn ich ein Minus hier eingebe, da wird es automatisch noch angepasst, also Zeile nach vorne eingefügt. Das Doofe ist aber, wenn sich halt irgendwas ändert und ich gebe dieses Minus als Trennzeichen ein, dann ist das Doofe da, dass es immer an dieser Stelle dann getrennt wird. Beziehungsweise, wenn ich es nicht brauche, ist es trotzdem, dass dieses Minus, dieser Trennstrich sichtbar. Und da gibt es eine Möglichkeit hier eben über Einfügen von Formatierungszeichen bedingter Trennstrich. Hier was ein, da kann eben hier das eingefügt werden. Und dieser Trennstrich, der ist eben nicht sichtbar, wenn ich hier zum Beispiel vorne was lösche und dann ist das in einer Zeile. So, zu den manuellen Umbruch und den Formatierungszeichen werde ich an einigen Stellen vermutlich nochmal kommen, da sie von recht großer Bedeutung sind, gerade wenn ich einen längeren Text habe. Was das zu bedeuten hat, beziehungsweise in welchem Zusammenhang das mit der Formatierung steht, werde ich dann noch erklären. Ich hoffe, dass jetzt zumindest die wichtigsten Informationen zur Eingabe von Text soweit klar sind.